Ich habe gerne Action in meinem Leben, in meiner Freizeit, genauso wie in meinem Beruf. Mein Arbeitstag kann ganz schön anstrengend sein. Beim Zustellen von ca. 250 Päckchen löpfe ich bis zu 1,5 Tonnen pro Tag. Wenn niemand daheim ist, fülle ich eine Abholungseinladung aus. Dann kann die Kunden das Päckchen auf die Post abholen, erneut an Zustelltermin vereinbaren oder eine andere Empfangsmöglichkeit wählen. Es ist schön zu sehen, dass man den Leuten mit einem Päckchen Freude machen kann. Wenn man regelmässig den gleichen Leuten ein Päckchen bringt, kennt man sich persönlich. Ein Päckchen bekommen ist einfach gegen etwas Schönes. In den grossen Bürohäusern ist man manchmal schneller, wenn man anstatt den Lift die Stege nimmt. Dank der MyPost24-Automaten können die Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Päckchen abholen, aufgeben oder retournieren. Am Morgen laden wir immer das zweite unser Zustellfahrzeug. Die Päckchen lade ich nach der Reihenfolge von mir durch. Dringende und wichtige Neuigkeiten gibt uns der Gruppenchef am Morgen im Teambriefing. Falls wir ein Anliegen oder Input sind, können wir das jederzeit sagen. Nach der Sitzung geht's los auf die Tour. In den ersten 2 Stunden von meiner Tour hat Swiss Express Mond Priorität. Das sind die mit dem Möndli. Entweder deponieren wir das Päckchen auf Kundenwunsch oder übergeben es persönlich. Im Anschluss mache ich meine reguläre Tour nach der Laufroute. Am besten finde ich, dass ich auf der Tour mein eigener Chef bin. Die Pause mache ich dann, wenn es gerade am besten passt. Auf Kundenwunsch holen wir ein Päckchen auch mit bei den Kunden ab. Am Schluss von meiner Tour bringe ich die Päckchen, die ich nicht zustellen konnte, auf die Poststelle. Wenn alle Päckchen zugestellt sind und mein Auto leer ist, bleibt genug Zeit für meine Hobbys.